Herzlich willkommen, Freunde, zum letzten Video 2021. Ich habe mir hier mal so ein paar Sachen auf den Zettel gekrakelt, die ich kurz ansprechen will. Dann fangen wir einfach mal an. Kurzes Resümee von 2021 als Angeljahr, also was so an Videos halt kam. War schwierig. Erste Hälfte des Jahres war voll in Ordnung, konnte ich viel angeln gehen. Zweite Hälfte des Jahres, da habt ihr wahrscheinlich gemerkt, es kamen viel Videos, die vor allem drinnen stattfanden. Bestellungen, Kochvideos, dann Adventskalender, Auspacken, Angelmesse, halt Videos, die drinnen stattfinden, die ich von zu Hause machen konnte. Leider wenig, was am Wasserstand fand, was ich selber schade fand. Insgesamt war es aber ganz gut. Also sind ordentlich Abonnenten dazu gekommen. Freue ich mich natürlich riesig drüber. Ja, ich hätte mehr Angelvideos machen können. Aber dann kommen wir eigentlich auch gleich zur Planung für 2022. Das ist nämlich einer der nächsten Punkte. Ich möchte 2022 mehr Angelvideos machen. Also deutlich mehr Angelvideos, mehr draußen und insgesamt mehr Videos für euch. Weil, also mir persönlich macht es ja auch, also auch Reisevlogs und sowas. Ich habe gemerkt, dass das mit so am besten bei euch ankommt. Die Reisevlogs, die kurzen Reisevideos. Zwei meiner meisten Videos mit den meisten Aufrufen sind einmal der Reisevlog von Ungarn, als ich am Balaton war. Damals hatte ich natürlich leider noch nicht das Schnittprogramm, deswegen ist die Qualität nicht so gut. Aber der Bodensee-Report, also der Angel-Report Bodensee, hat die zweitmeisten Klicks, glaube ich. Ich glaube, da ist noch ein Angel-Video zwischen, aber ihr wisst, was ich meine. Das kommt halt mit am besten an. Und ich möchte halt mehr Videos draußen machen, mich selber motivieren, rauszugehen, zu angeln. Was ich immer zu euch sage, geht raus, geht angeln, fangt dicke Fische. Möchte ich jetzt auch für mich umsetzen. Dann haben wir 100 Abos. Wir sind auf the road to 100 Abos. Wir sind aktuell bei 87. Man kann das nicht mit Anglern wie ich gehe angeln, also Victor von ich gehe angeln oder mag angeln maximal oder so, die über 100.000 oder über 10.000 haben. Will ich mich auch gar nicht vergleichen, will ich mich gar nicht dazu zählen. Aber 100 Abos möchte ich definitiv nächstes Jahr knacken. Natürlich bin ich da mit zuständig, aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr Werbung für meinen Kanal macht. Dann möchte ich mir ein Gimbal kaufen, damit zum Beispiel Reisevlogs, wenn ich irgendwo laufe etc., damit die Bilder nicht ganz so verwackelt sind. Jetzt so stativmäßig geht das alles, weil steht halt. Aber beim Laufen möchte ich mir auf jeden Fall ein Gimbal anschaffen. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht Ideen habt. Wenn ja, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann möchte ich auf jeden Fall ein Format einführen. Meine Meinung zu soll 2022 ein Format von mir werden, wo ihr in die Kommentare, Instagram oder WhatsApp oder E-Mail mir einfach Themen schreibt und ich sage da meine Meinung zu. Das kann alles rund ums Angeln sein, seien's Mindestmaße, seien's irgendwelche anderen Sachen, seien's Köder, seien's Techniken. Schreibt in die Kommentare, schreibt es einfach, dann mache ich, wenn ihr auch Lust dazu habt, ein Meinungsvideo dazu. Ja, wie gesagt, 2022 habe ich vor, mehr Videos zu machen. Dann möchte ich mich auch eigentlich schon bei euch bedanken für 2021. Es war doch ein recht cooles Jahr. Leider durch Corona und so alles etwas schwierig und ich hoffe, ihr seid gut durch 2021 gekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Feiert mit der Familie, feiert mit Freunden, genießt die Zeit. Wir werden schauen, was 2022 so bringt oder was es nicht bringt. Das werden wir sehen. Ja, guten Rutsch und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Euer Angler TV.